In Nürnberg hält das Präsidium trotz verbaler Entgleisung von Edgar Gehnen weiter zu seinem Manager. Doch dem Club war der Wirbel unter der Woche anzumerken. Marcelinhos Führungstreffer nach 20 Minuten war die logische Konsequenz gegen einen völlig verunsicherten Club. Erst nach dem Wechsel zeigte Klaus Augenthalers Mannschaft, dass sie sich wehren wollten. Doch Frank Wiblishausers Ausgleichstreffer in der 60. Minute war eher eine Verzweiflungstat, zudem von Van Buurik abgefälscht. Hertha BSC kontrollierte zwar das gesamte Spiel, profitierte aber hauptsächlich von Nürnberger Fehlern. Preetz luchste Nickel den Ball ab und Bad Gohr sorgte in der 74. Minute für den 2:1 Führungstreffer für die Hertha. In der Schlussminute gelang Marcelino mit einem Konter gar noch das 3:1. Während Hertha Selbstvertrauen tankte für den UEFA Cup, sind in Nürnberg nun konstruktive Entscheidungen gefragt.